Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem Wochenloot und wie man richtig Power levelt ab 1250, um das dann Pinnacle Cap zu erreichen auf 1260. Davor muss ich jetzt hier erstmal aber meine Waffen wieder vom Warlock rüber transferieren, weil ich hatte die schon rüber transferiert, damit ich den auch spielen kann. Wie gesagt, die Waffen könnt ihr transferieren von Char zu Char, die Ausrüstung nicht. Jetzt muss ich meine Rüstung, die ich hier schon fertig gefarmt hatte, also die Waffen, die höher levelig sind, muss ich hier wieder zum Titan schaufeln. Sonst habe ich hier nämlich eventuell Power-Level-Verlust. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich hoffe, dass ich halt jetzt die höchsten Sachen drin habe. Da habe ich schon 1051, genau. So, diese Sachen setze ich mal kurz ein. Ich glaube, ein Power-Level extra gibt es, glaube ich, nicht. Genau. Aber so müsst ihr es machen. Ich habe auch einige Sachen, glaube ich, noch gar nicht hier infundiert. Da fehlen mir noch Schuhe höher, das Power-Level. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt auf 1251, droppen jetzt die Sachen. Und ihr könnt natürlich auch dann mit dem Season Pass arbeiten. Wenn euch irgendwie eine Sache fehlt, ja, dann könnt ihr die halt hier rausziehen. Aber halt immer mit Bedacht. Nicht willkürlich rausziehen, sondern so, dass es auch passt. So, ich ziehe jetzt mal eben die Schuhe raus. So, dann haben wir hier nämlich dann auch höhere Schuhe. Die kann ich infundieren, weil ich habe jetzt diesen Char schon meine Sachen konfiguriert, wie ich es haben möchte. Und deswegen wird man einfach nochmal infundiert. Gibt natürlich auch kein Power Level, dass ich aber jetzt hier kein Power Level verschwenden möchte. Hier muss ich natürlich erstmal gucken, dass ich das hier noch ein bisschen hochgekriegt habe. Ich glaube, das sind noch alle hier. Wie gesagt, mein Loot-Glück war jetzt nicht so hold hier bei den Aktivitäten mit Power Level Loot, aber jetzt müssen wir noch kurz zur Krähe. Deswegen starte ich hier auch im Orbit sozusagen. Und wie gesagt, da werden wir hier fünfmal einen Zorngeborenen legt, bekommen hier Spitzenausrüstung. Das holen wir uns jetzt erstmal ab. Dann hole ich Spitzenausrüstung ab von Horstron, weil das ist nämlich Spitzenausrüstung plus 1. Da steht zwar mächtige Ausrüstung dran, ist aber falsch. Das ist immer noch mächtige Spitzenausrüstung plus 1, das hier. Ja, die holen wir uns auch noch ab. Und danach hole ich erst mächtige Ausrüstung ab, weil die mächtige Ausrüstung passt sich immer auch noch dem an, was hier unten steht. Also links steht hier 1251, Ausrüstung steht hier plus 15er Bonus. Wenn links dann 1251 steht, dann passt sich die mächtige Ausrüstung auch wieder an. Dann kriegt ihr auch wieder etwas höheren Loot. So macht man das. Also bis 1250 kommen, dauert auch ein bisschen länger. Aber wenn ihr da seid, dann mit Pinnacle Cap dauert es noch länger. Dann müsst ihr halt immer nur die Spitzenausrüstungsaktivitäten spielen. Also primär. Und dann danach dann die mächtigen Ausrüstungen holen, die sich vielleicht auch noch anpassen. Das ist halt so ein ewiger Kreislauf. Aber das kennen wir ja von den einzelnen anderen Seasons auch her. Ist nichts Neues, sagen wir es mal so. Und deswegen, Loot ab. Ich will gucken, ob ich nach Europa muss. Da muss ich auch noch hin. Auch noch Loot abholen. Jetzt gibt es natürlich auch sehr viele schöne Loot-Stellen, also wo man halt mächtig Ausrüstung kriegt und so, hat sich ein bisschen geändert. Aber es gibt mehr Spitzenausrüstung. Mal hier, wo ich gar nicht hin. Typisch. Man ist gewohnt, dass man zu Spider rennt. So, zu Spider müsst ihr natürlich auch immer wieder rennen. So, tödliche Venitek. Venatek. Egal. So. 49, sagen wir 49er Loot. Wo ist mein. Moment, ist das zu Spider? Ne, da, 53, wollte ich gerade sagen. Schon Schreck gekriegt. So, 1253 gekriegt, das ist schon mal gut. Also das für Werte, da finde ich die hier besser. Da wird wieder infundiert. Wie gesagt, es ist natürlich teuer, immer mit den Upgrade-Modulen zu arbeiten. Die kriegt ihr übrigens aber auch aus dem Season Pass. Sonst müsst ihr die bei Banshee kaufen. Upgrade-Module, müsst ihr natürlich auch viel sparen. Aber so geht das halt. Müssen wir gucken, was Spider hier noch im Angebot hat. Ich freue mich darauf, unsere Freundschaft. Wie gesagt, wenn hier, okay. Weil man Glimmer lässt langsam nach. Ich kaufe hier auch immer, wie gesagt, wenn ihr genug legendäre Bruchstücke habt, dann natürlich immer hier auch mal tauschen. Ne? Also hier zum Beispiel mal holen und tauschen. Für Glimmer nicht, aber umgekehrt. So würde ich das zumindest machen, dann geht's hier wieder voran. So, jetzt fliegen wir mal gucken, ob ich auf Europa muss. Muss ich mal eben schauen. Ja, da haben wir auch noch Loot überall. Das machen wir auch noch mal eben. Ja, es ist, ja, die Stellen, wo man Loot abholt, hat sich jetzt ein bisschen geändert. Man muss halt ein bisschen rumfliegen. Das gehört halt zum Wochenloot jetzt gerade dazu. Ich habe übrigens verloren Sektor gefarmt und ich habe jetzt hier den Helm gekriegt. Neun kostbare Narben habe ich bekommen. So sieht er aus. Kind Sigi, irgendwie so, oder Sugi. Nachdem du eine Wiederbelebung vorgenommen hast oder selbst wiederbelebt wurdest, erhältst du eine Aura, die dir und deine Verbündeten in der Nähe einen Überschild gewährt. Ja, gut für PvE. Das hilft auf jeden Fall. Und den nutze ich jetzt auch erstmal, den Helm, weil der hat auch gute Werte gehabt, also ziemlich hohe Gesamtwerte. Deswegen habe ich jetzt diesen Char auch komplett die Rüstung ausgesucht und die dann hochgezogen. So, da muss ich noch mal kurz hinstellen hier.
ist ja unser Trophäenraum hier sozusagen. Wie sieht es immer bei mir aus hier? So, was hingestellt, schön. Ja, also es füllt sich langsam. Im Titan haben wir noch ein bisschen was offen, aber nicht mehr so viel. So, die Fremde gibt jetzt auch Loot. Mal gucken, was für Loot. Okay, weil höher komme ich jetzt auch nicht vom Power Level großartig. Season Rank 117. Weil halt meine Spitzenrüstungsquellen sind hier erschöpft. Das war's, jetzt muss ich halt den Charakter wechseln. 1251, ja nicht so gut, aber egal. Schon okay. Ja, also man kommt auf jeden Fall voran. Definitiv. Und immer Beutezüge mitnehmen sowieso. Dann am besten Beutezüge, wie gesagt, abgeben. Zusammen mit einem Teammate. Nicht vergessen, immer nicht vergessen, dass ihr euren Geist nicht falsch eingestellt habt. Ne? Hier immer erhöht EP-Gewinne um 12%. Die anderen Sachen könnt ihr euch so einstellen, wie ihr Bock drauf habt. Ist auch mal wichtig. Und ja, dann heißt es eigentlich nur spielen, Loot leveln und Pinnacle Cap erreichen und dann den Bonus und exotische Sachen. Also man hat viel zu tun. Definitiv. Freund. Jetzt auch noch ein bisschen Loot. Bei Sabotage-Herausforderung bin ich, wie gesagt, auch komplett fertig. Da müsst ihr immer das machen, was da halt steht. Ja, bei einigen Sachen braucht ihr halt die Ausrüstung von ihm. Müsst ihr dann tragen, 4 Stück. Das ist ein bisschen nerviger. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen hier. Die hier. Die Rüstung braucht ihr dann, die Christdorkrin Panzerschuhe, da braucht ihr 4 Stück, um zu tragen. Es ist wichtig, dass ihr die behaltet, ja, nicht wegschmeißen oder so, weil sonst könnt ihr einige Sachen hier nicht erledigen, einige Herausforderungen. Ist sehr wichtig. Und ja, damit bin ich auch fertig. Was weißt jetzt du? Jetzt reisen wir noch über die neuen Tor, wo man ab. Ich hätte das vielleicht auch anders machen müssen. Ich hätte vielleicht erstmal zur Herausforderung fliegen sollen, aber ist auch so okay. Weil vielleicht kann ich ja doch nochmal ein Power-Level nach oben ziehen. Mal gucken, das ist ja auch Lootglück, ne? Das kommt ja auch darauf an. So, was wollte ich noch zeigen? Ja, genau, Season Pass bin ich jetzt natürlich auch 100 geworden. Hier habe ich noch nichts rausgezogen, muss ich irgendwann nochmal machen. Die Ornamente und so. Wie gesagt, die Materialien könnt ihr natürlich rausziehen, ohne Probleme. Die anderen Sachen, die ihr nicht unbedingt braucht, lasst die nochmal drinne. Aber die Materialien könnt ihr euch getrost immer rausziehen. Also sowas hier, oder hier den Glanzstaub oder so. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, warum? Keine Ahnung. Sowas könnt ihr auch rausziehen. Und ja, die Rüstung sollte man vielleicht ein bisschen warten. Wie gesagt, man kann nachher vielleicht auch dann damit auch eventuell irgendwo ein Power-Level gewinnen. Deswegen ein bisschen warten. Aber sonst so die Module und so, könnt ihr alles rausziehen. Alles, was Material angeht, zieht ihr raus. Das haben wir auch nicht eingesetzt. Total Primo-Paket. Wie gesagt, das zieht immer vom Power-Level her mit. Ne? Wie gesagt, das droppt jetzt auch mit 1251. Fehlercode. Ja, ich kriege schon wieder einen Fehlercode. Das ist lustig. Wenn ich eine Aufnahme mache, kriege ich immer einen Fehlercode. Das ist extra anscheinend wohl vom Spiel. Ja, ich hoffe halt, dass die Zorngeborenenjagd nächste Woche mal jetzt weitergeht. Weil da bin ich jetzt auch mit fertig. Ich habe den auch komplett upgradet. Wie gesagt, Aufklärungsdaten. Ja, den habe ich auch komplett fertig. Dann kriegt ihr auch irgendwann die Spitzenrüstung. Hier haben wir nicht nur 4 Gegner. Unten steht immer, was ihr bekommt. Paketinhalte, ohrenbetäubendes Flüstern. Hier Köder, Mutation, Klassengegenstand. Und Helm. Wenn ihr irgendwas braucht, explizit farmen möchtet, müsst ihr es natürlich dann so einstellen und den Gegner anlegen. Dann habt ihr hier natürlich die einzelnen Mods. Müsst ihr lesen, was ihr dann da besser bekommt oder so. Dann müsst ihr das durchlesen, was da steht. Hier natürlich das Gleiche. Dann müsst ihr euch da einen schönen Köder zusammenfummeln und dann kriegt ihr halt das, was ihr eingestellt habt. So einfach ist das. Also damit habe ich auch schon ab und zu mal gute Sachen gekriegt, die mich vorangebracht haben, weil bei mir droppt jetzt halt mehr Sachen, weil ich halt Krypto-Lead-Köder komplett geupgradet habe. So, bin ich falsch. Aber so ist das halt. So, danach, wenn ich hier mit diesem Char komplett fertig bin, transferiere ich wieder die Waffen zurück zum Warlock und mache da genau weiter. Hole mir erst die Spitzenrüstung raus, danach wieder mächtige Ausrüstung, dann gehe ich zum Jäger, mache da weiter, immer so weiter. Zwischendrin laufe ich ab und zu mal verlorene Sektoren, um halt dann dort eventuell seltene exotische Sachen zu bekommen, mit besseren Gesamtwerten, beziehungsweise natürlich, bei jedem Char gibt es halt einen neuen Helm, bei jedem Char gibt es neue Panzerhandschuhe. Du gibst einfach nicht auf, oder? Hast Gaul ausgeschaltet, so, den Reisenden entdeckt. Ist jetzt schon mit und jetzt hört man überall 52, eine Waffe, shit, sei da draußen vorsichtig. Kann. Nö, natürlich nicht. Nein, man kann es nur infundieren, nicht so tragisch, aber braucht habe ich es ja nicht. So, jetzt kann ich alles abholen, es droppt auch nichts Höheres mehr. Gib auf dich leider, ab, ja? Dann muss ich auf nächste Woche warten. Und ich habe echt wirklich alle Aktivitäten mit diesem Schaf fertig gemacht. Hab Feuerprobe gespielt, Imperiumjagd gespielt auf 1280. Alles fertig gemacht. Aber wie gesehen jetzt, Loot war halt nicht so da. Aber nicht so schlimm. Es gibt auch trotzdem EP hier. Wie gesagt, wenn ihr EP-Boost braucht, müsst ihr mit einem Clan-Mitglied auf dem Turm joinen, da kriegt ihr noch ein bisschen extra was.
Aber wie insgesamt sind wir jetzt erstmal hier mit durch, dann wird noch Loot abgeholt und dann wird auf den nächsten Char gewechselt. Ich starte mal schnell auf nicht. Ich gehe davor aus, dass ich gleich wieder Gitarrenfehler kriege. Mal gucken. Bin mal gespannt. Nee, doch nicht. Okay, diesmal nicht. Ihr könnt übrigens auch die Beute einfach so willkürlich dann abgeben, kein Problem, ist nicht gecapped. Welcher Code ist das? Jo. Ich wollte es eigentlich nicht allein lösen. Ja, doch, ein paar Pins, mal ein paar mehr gekriegt. Da kommt es jetzt natürlich hier drauf an, was für Werte ihr drauf habt. Wenn die Werte halt blöd sind und ihr braucht die nicht, könnt ihr diese Schuhe gleich direkt löschen. Wenn die Werte, die ihr vielleicht braucht, um hier die Werte auszubessern, dann behaltet die Sachen und fundiert die und spielt die auch. Alles andere, was ihr da nicht braucht, könnt ihr eigentlich direkt löschen. Oder? Wie gesagt, ist halt sonst Platzverschwendung und so kriegt ihr zumindest noch Material wieder raus. So, bei Benchengy auch mal wieder vorbeischauen, was ihr tauschen könnt. Auch wichtig hier, Module tauschen, wenn ihr genug Material habt. Oder halt ihr auch Aszendentenbruchstücke kaufen. Auch wichtig. Das ist auf jeden Fall hier so ein toller Kreislauf. Ihr, wie gesagt, könnt ihr auch mal reingucken, ob ihr was braucht. Ich muss mir unbedingt die Anarchie noch besorgen. Das brauche ich definitiv noch. Gerade hier, ne? Die brauche ich auf jeden Fall noch. Da brauche ich eine Eroberungsbeute und einen exotischen Code. Aber den kriegt man ja zum Beispiel auch aus dem Season Pass. Aber wie gesagt, da müsst ihr halt eben immer die Kiste aus dem Raid holen, da in der ersten Phase, wo ihr da durch den Schnee schwebt. Das müsst ihr euch holen. Aber Anarchie brauche ich auf jeden Fall noch. Der Rest ist nicht so wichtig, aber Anarchie ist wichtig. Ruft, Hüter. Wirst du dem Ruf folgen? So, graben. Aber wie man sieht, unten bekommt man auch schön EP. So, jetzt gehen wir gleich nochmal kurz noch bei Test vorbei. So, da gibt eine ganze Primus und Gramme. Saisonrang 1000, ja. 118. Ja, und wie gesagt, das hat echt viel Zeit gekostet, diesen Char so fertig zu kriegen. Eine Transaktion durchführen? Das hat echt gedauert. Hab echt 2 Tage durchgezockt ungefähr. Nicht nur für den Char, sondern auch andere Chars. So, guck mal, was hat der Helm für Perks? Den brauche ich nicht. Der hat welche guten Perks. So, dieser Material ist auch gern gesehen. Ich muss auch unbedingt nochmal beim Waffenmeister meine ganzen Waffenmeistermaterialien eintauschen, auch wichtig. Den Helm nehmen wir mal mit. Sieht eigentlich ganz lustig aus. So, dann haben wir hier nochmal eben. Es gibt immer etwas Neues im Everversum. Also den Sparrow finde ich ziemlich gut. Hartes Lichtrad. Den finde ich schon interessant. Den nehme ich mit, der kostet 1500. Den nehme ich mit. So, mal von dieser Season. Und dann nehme ich mit den Flugapparat hier, das Schiff. 2000 habe ich aber auch wieder weniger Landstaub. Aber es sind die ersten beiden neuen Sachen, die ich aus dieser Season habe. Und deswegen habe ich mir die jetzt gezogen. Ob es eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber her damit. So, man kann die natürlich noch anmalen. Gucken. Fällt mir da irgendwas? Schön auffällig oder nicht so auffällig? Man weiß es noch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich nehmen soll. Tja. Aber ist immer Geschmackssache das Problem. Tja. Was nehme ich jetzt? Das Everversum bietet Güter, die unserer Meinung nach die Reise eines Hüters erleichtern. Unschlüssig gerade. Ich glaube, das hier ist jetzt schon dunkel. Passt schon. Unauffällig dann. So, Schiffchen nehmen wir auch rein. Teleport-Effekt, Arkus-Effekt, ich habe gerade nichts Tolles da. Könnt ihr euch eure Sammlung übrigens rausziehen? Oh, das sieht ja lustig aus. Nehmen wir mal so. Das sieht ja lustig aus. So, dann haben wir das auch erledigt. Bei Test auch eingekauft gewesen. Nicht vergessen, den Twitch Prime Loot abholen. Ja, ist bei mir in der Community. Da gibt es auch Loot umsonst. Wenn ihr Twitch Prime Loot abholen möchte, müsst ihr zu Amanda Holiday. Da gehen wir auch nochmal kurz hin. Da haben wir auch noch einige Sachen drin. Irgendwas wollte ich noch zeigen. Ich habe es leider gerade. Es muss gerade wieder entfallen. Weiß ich gerade nicht mehr. Mist. Irgendwas wollte ich noch zeigen. Das wird mir dann nach dem Video einfallen. Ich sollte mir einen Zettel mal hinlegen. Ich muss nicht vergessen. Wie gesagt, bei Amanda Holiday könnt ihr den Twitch Prime Loot abholen. Der ist mittlerweile schon vollgepackt hier. Ohne Ende. Und naja, könnt ihr euch auch die schönen Sachen abholen.
Aber ich lasse sie jetzt erstmal bei ihr drin. Ich weiß gar nicht, bis es wann hier das voll läuft. Muss uns eben halt auch mal recyceln. Aber das ist alles Twitch nicht Prime. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, könnt ihr das Konto mit Amazon Prime verbinden und dann habt ihr auch Twitch Prime. So einfach ist das. Sonst weiß ich nicht, was ich noch zeigen wollte. Ich glaube, das war's. Hoffe ich zumindest. Jetzt gehen wir kurz in den Augen und gucken uns das Fliegerchen an und dann sind wir durch hier. Das war das, was ich zeigen wollte. Eigentlich. Aber immer das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. So sieht der Flieger aus. Ja, passt schon, würde ich sagen, oder? Ja, danke fürs Zusehen, danke für den Support. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.